Ihr interessiert euch für Chemie oder wollt wissen, wie so ein Chemiestudium abläuft? Dann kommt mit, ich zeig's euch. Okay, also Chemie kennt man ja so aus der Schule, irgendwie das Periodensystem der Elemente, Reaktionsgleichung, der Lehrer steht vorne, erklärt einem irgendwas zu Aktivierungsenergie. Tja, das Chemiestudium bietet einem dann noch viel, viel mehr. Es ist nicht nur das bloße Auswendiglernen von Reaktionsgleichungen oder komplizierten Namen wie Diphenylmethan-2,2-Diisocyanat, sondern das Chemiestudium bietet einem eine andere Sicht auf die Welt. Es erklärt einem viele Dinge, wie zum Beispiel, warum und wann beginnt Wasser zu sieden. Es ist aber nicht nur das Verständnis, wann und warum Wasser siedet, sondern man lernt auch Dinge anzuwenden, zum Beispiel, wie werden Kunststoffe hergestellt. Aber im Chemiestudium lernt man nicht nur irgendwelche Anwendungen in der Theorie, sondern man kann die Anwendung selbst erleben. Manchmal erkennt man Dinge, die man im Studium gelernt hat, wieder. Man kann aus Ausgangsstoffen selber Produkte herstellen. Es funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es aber auch nicht. Das Chemiestudium ist auch nicht nur reine Chemie. Es beinhaltet auch Biologie. Wie kommt der Alkohol in die Flasche und warum bildet sich Kohlensäure? Es ist auch Physik. Es kann auch Ingenieurskunst sein oder Ingenieurstechnik. Es kann aber auch Mechanik oder Elektronik beinhalten. Neben den ganzen Praktika in organischer, technischer, anorganischer Chemie gehört zum Chemiestudium auch viel Ordnung halten und damit Spülen dazu. Neben aller Sauberkeit im Chemiestudium kann es aber auch mal ziemlich streng riechen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was muss ich eigentlich für ein Chemiestudium können oder was für Voraussetzungen brauche ich dafür? Naja, ihr müsst nicht viel können, ihr müsst aber eins haben und das ist Interesse an Neuem und ihr braucht Neugierde. Das ist das Wichtigste im Chemiestudium. Naja, ein paar Grundlagen in Chemie sind natürlich auch nicht schlecht, aber sie sind tatsächlich keine Pflicht für ein Chemiestudium. Im ersten Semester wird viel am Anfang nochmal wiederholt und die ganzen Grundlagen nochmal wieder aufgefrischt. In einem Chemiestudium kommt man allerdings auch nicht ganz um die Mathematik drumherum. Das hier sollte den meisten von euch vielleicht noch was sagen aus der Schule. Es bildet letztendlich die Grundlage, damit wir Experimente machen können und unsere Einwagen berechnen können. So, jetzt habe ich euch ja schon vom Chemiestudium überzeugt, aber warum solltet ihr eigentlich jetzt in Recklinghausen Chemie studieren? Naja, schaut's euch selber an.
seht also, wir sind modern ausgestattet und haben vielleicht einen der schönsten Campi in NRW. Aber das ist tatsächlich gar nicht das Wichtigste, was die WHS ausmacht, sondern es ist die gute Betreuung. Die Profs kennen einen tatsächlich hier noch beim Vornamen. Morgen, Rainer. Morgen, Johannes. Setz dich. Ihr seht, hier studiert es sich wirklich gut. Wissen, was wirklich zählt. Wenn ihr Interesse habt, schaut auch auf unserer Homepage vorbei. www.w-hs.de